Die Polizei hatte am Dienstag einen Schlepper beim Grenzübergang aufgefordert, anzuhalten. Dieser weigerte sich und raste mit dem Kastenwagen weiter davon. Auch ein Polizeihubschrauber und Warnschüsse brachten den Mann nicht zum Anhalten. In Nickelsdorf krachte der Lenker dann in eine Mauer, ließ die Insassen zurück und versuchte zu Fuß weiter zu flüchten. Durch den Unfall wurden mehrere Migranten unbestimmten Grades verletzt. Kurz darauf konnten die Polizeibeamten den Verdächtigen jedoch festnehmen. Die Verletzten wurden anschließend in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.